Leute, ich bin's Leon. Wir spielen hier GTA 4 für PC. Christopher Slater ist heute leider nicht dabei. Wäre natürlich schön, aber man kann ja nicht alles tun. Ich bin hier der gerade rennt. Ich spiele leider nicht den Online-Modus, ich spiele den Story-Modus und ich will mir mal Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber... Seht euch hier die Moneten an. Oh, scheiße. Ja, Bevor jetzt zur Ammunition. Ich zeig euch gleich die Location. Hat da jemand mitgenommen? Ja. Dann. Ich mag diesen Typen nicht. Er hat einen Herzinfarkt. Ja, egal, ich wollte jetzt noch einen Easter Egg suchen. Der ist in... Ich bin übrigens. Hier, wo der Freikarte ist, also in der Nähe des Krankenhauses, wo wir gerade waren. Ja, ich habe auch eine Motocross-Maschine. Ja, schaut bei Krosse vorbei, der macht momentan. Oder macht überhaupt keine Videos für GTA, aber ich. Ja. Das hat sich auch nicht leisten. Schon. Auch wenn es nur GTA 4 ist. Ich bin hier 14, ist aber scheißegal. Ich glaube, ihr spielt ja auch schon GTA 5. Ich möchte nämlich das kleine Easter Egg zeigen. Übrigens habe ich die ganze Mission, die ganze Story Mission vorbei, deswegen kann ich auch nicht machen. Jetzt fliegen wir erstmal zum, Freiheitsstatue, ja. Eine schöne Nummer, ja. Schreibt in die Kommentare, was ihr mal wollt, was ich mache. Ich kann auch Easter Eggs machen. Versuchen die zu lüften. Ihr müsst mir nur sagen, wo welche sind. Dann versuche ich da mal hinzukommen. Wichtig ist gleich, was ihr gleich sehen werdet. Da bist du ja schon. Bei der Figur ist ja, der hat ja sozusagen Füße. Ja, und ihr müsst
Genau. Hier auf die Plattform landen. Und dann sind hier verschiedene Türen, aber wie ihr seht, hier komme ich nicht rein. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich nicht rein. Aber jetzt kommt das große Aber. Ihr müsst zu dieser Tür, die ist direkt unter ihrem Arsch. Und ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber ihr müsst zu der Tür, wo No Hidden Content This Way steht. Und wenn man dagegen rennt, dann merkt ihr, oh, schon bin ich drin. Ja. Das Set von Liberty City heißen. Ja, und oh. Ihr müsst diese Leiter hier hochklettern. Das hat auch einen Grund, warum ich das jetzt von Liberty City nenne, weil wir klettern jetzt die Freiheitsstatue hoch und genau deswegen, da ist einfach mal so ein fettes Herz. Wenn ihr es sehen könnt, seht ihr auch wieder so Punkt. Ja, genau. Und jetzt muss ich mich umbringen, weil ich sonst hier nicht rauskomme. Auch. Und ich bin direkt auf den Füßen gelandet. Weil ich komme ja auch sonst nicht wieder raus. Das ist eigentlich ziemlich krass. Also. Wie gesagt, versucht das auch mal. Ich habe noch einen übrigens was gefunden. Ich hole mir jetzt auch mal. Ich gebe zu, ich cheate. Also das mit dem Crossbike ist ziemlich cool. Ich würde später auch gerne eins haben. Ja. Diesmal müsst ihr hier lang fahren. Und hier sind wir schon. Ihr denkt jetzt, was macht der Volltrottel hier bei einem Restaurant? Ihr seht ja dieses kleine Hütchen hier. Und ja. Hier. Hier steht doch irgendwas. Ich guck mal eben kurz. Service Entrance for Eastern Emirates. In case of emergency shut the look off. Ja, das ist für die U-Bahn, falls da mal ein Notfall ist, können die hier so lang gehen und ja, da könnt ihr auch hier, wie ihr seht, reinkommen. Hier funkt es, hier ist kaputt, der Elektriker her. Ja,
Kommentaren, Leon ist böse, ja. Und ja, wie gesagt, hier sind wir noch in der U-Bahn. Ja. Und abonnieren nicht vergessen und sag zu euren Freunden, dass die mich auch abonnieren sollen, sonst gibt es nie wieder Videos von mir. Ja. Na gut, wir hören jetzt. Jetzt ist ein bisschen nerven. Oh. Das war keiner, aber er war lieb. Ihr habt gesehen, er wird mich an. Hurensohn! Sorry Leute, nicht an euch. Ich meine, den Polizisten wisst ihr ja bestimmt. Ach ja, den Spannpunkt muss ich auch noch zeigen, wo das ist. Das gibt es selber. Von euch ja was. Schreibt mir mal liebe Kommentare und nicht die bösen, die nicht in tiefen Wasser kommen. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich knapp 3 Wochen jetzt auf YouTube bin. Ja. Ich weiß, übrigens habe ich noch viel andere witzige Sachen, womit man andere Passanten ärgert. Man muss hoffen, dass die Ampel jetzt rot wird. Ja. Ich muss jetzt warten, bis eine Polizei kommt. Ganz toll. Die wollen mich hauen. Die sind böse. Seht ihr? Die sind böse. Ich bin böse. Egal. Auf jeden Fall sage ich euch jetzt, man muss Leute schützen, die von der Polizei gesehen werden. Und wenn die dich angreifen wollen, müsst ihr euch vor die Polizei stellen und dann werden die verhaftet. Das ist immer wieder witzig. Ja. Und auch doch jetzt endlich. Hier. Alles. Hättet ihr mal den kleinen Jungen geholt? Jetzt bekomme ich natürlich wieder Wurst. So, hier sind wir wieder. Ihr seht, bei der Kasse. So, das war mein Handy. Ja. Also genau da. Ziemlich weit rum. Und ciao, ciao.